Ist Kalorienzählen wirklich notwendig, um abzunehmen und den Bauch flach zu bekommen? Und wenn nicht, worauf sollte man stattdessen achten? In diesem Video gibt es die Antwort. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich möchte heute gerne mal mit dir über das Thema Kalorienzählen sprechen. Jeder Mensch weiß, dass wenn du Gewicht verlieren möchtest, du ein Kaloriendefizit benötigst, um eben abnehmen zu können. Das heißt, dein Kalorienbedarf von deinem Körper ist auf der einen Seite und deine Ernährung, das heißt deine Kalorienzufuhr, ist auf der anderen Seite. Und erst wenn du weniger Kalorien zuführst, als du eben benötigst und über den Tag verbrennst, bewegst du dich in einem Kaloriendefizit, das heißt, du hast einfach weniger Energie zugeführt, als eben tatsächlich benötigt wurde. Und diese Lücke wird dann über deine Fettreserven im besten Fall geschlossen. Das heißt, dort geht dein Körper an deine Fettzellen und verbrennt diese, um dort die fehlende Energie herzuholen. Und wenn du das Tag für Tag so machst, verlierst du natürlich logischerweise Gewicht. Das heißt, in der Theorie ist das Kalorienzählen natürlich eine Musterlösung, um Gewicht zu verlieren, aber praktisch macht es natürlich uns trotzdem einige Probleme, denn es ist nicht ganz so einfach in der praktischen Umsetzung. Punkt Nummer 1, was es uns ziemlich schwierig macht, die Kalorien richtig zu zählen, ist vor allem erstmal dein Kalorienbedarf. Natürlich kannst du auf der Ernährungsseite jetzt den ganzen Tag zählen, was du isst, aber du musst ja trotzdem auf der Körperseite erstmal verstehen, wie viel Kalorien brauche ich denn über den Tag? Was verbrenne ich denn tatsächlich? Und das ist schon die erste große Herausforderung, denn du kannst jetzt natürlich hergehen und die Kalorienrechner im Internet befragen oder einfach die App befragen oder den Vorschlag befolgen, den die App dir gibt. Aber das Problem ist, keine Maschine auf dieser ganzen weiten Welt weiß überhaupt, wie viel Kalorien du über den Tag benötigst. Keine Maschine kennt deinen Alltag, keine Maschine kennt deinen Stoffwechsel. Und wir Menschen, wir sind alle individuell. Diese Kalorienrechner, die basieren einfach auf Durchschnittswerten, auf dem deutschen oder dem weltweiten körperlichen Durchschnitt ganz, ganz vieler Menschen und auf irgendwelchen Berechnungsformeln, die aber natürlich für dich in deiner Individualität und deinem Alltag nicht zu 100% zutreffen. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Du kannst jetzt irgendwelche Werte annehmen, aber ob das jetzt wirklich zu 100% dein persönlicher Kalorienbedarf ist und wirklich deinem Verbrauch über den Tag entspricht, das ist sehr, sehr fraglich. Und da geht das erste Problem schon los. Wenn du gar nicht weißt, was du verbrennst über den Tag, ist es natürlich schwierig, über die Ernährung dann auch das Richtige zuzuführen, um dieses Kaloriendefizit zu gewährleisten. Du kannst vielleicht deinen Leistungsumsatz, also das, was du aktiv tust, noch irgendwie über eine Smartwatch, eine Apple Watch oder sowas dergleichen tracken, sodass dein Puls über den ganzen Tag gemessen wird und du eine ungefähre Angabe der Kalorien hast, die du eben aktiv verbrannt hast. Aber spätestens bei deinem Grundumsatz, der immer rund um die Uhr auch anfällt, wird es sehr, sehr schwer. Denn wir Menschen, wir können uns 24 Stunden auf den Boden legen und die Decke anschauen. Du wirst dabei trotzdem in dieser Zeit Kalorien verbrennen, einfach weil du lebst, weil du atmest, weil Blut durch deine Venen gepumpt wird, deine Körpertemperatur dich erhitzt. Und das ist alles Energie, die immer zustande kommt. Und dort spielt auch dein Stoffwechsel und deine Muskelmasse an deinem Körper eine riesengroße Rolle. Das heißt, dein Grundumsatz ist unmöglich so einfach zu ermitteln. Und es ist ganz, ganz schwierig, jetzt sich auf eine App zu verlassen oder einen Rechner zu verlassen, der dir dort einfach irgendwelche Vorgaben macht. Denn du kennst das sicher, es gibt Leute, die gucken die Tafel Schokolade nur an und sind sofort 3 Kilo schwerer. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die können jeden Tag eine ganze Tafel essen. Die essen jeden Tag Pizza und Döner und die nehmen trotzdem nicht zu. Einfach weil sie eine komplett andere Stoffwechselgeschwindigkeit haben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Du machst unterschiedlich viele Schritte am Tag. Du hast andere körperliche Aktivitäten als andere Leute. Du hast vielleicht Kinder oder auch keine Kinder. Und alles das sind so viele variable Faktoren, die unmöglich über eine Formel oder über einen Kalorienrechner über einen Kamm geschert werden können. Das heißt, das Ergebnis, was dir der Rechner ausspuckt, wird in den allermeisten Fällen einfach nicht zu 100% stimmen. Und da geht das Problem dann schon los. Wenn du auf der Seite des Bedarfs schon einen Fehler einbaust, kannst du natürlich Kalorien zählen, wie du willst, solange du dich dann nicht im Defizit befindest, weil du einfach gar nicht weißt, wo ist denn mein Defizit,
dann wird das Ganze natürlich nicht funktionieren. Das ist das erste ganz, ganz große Problem beim Kalorienzählen. Du musst erstmal verstehen und ermitteln, was ist überhaupt dein individueller Kalorienbedarf? Was braucht dein Körper? Und wie viel darfst du jetzt noch zuführen, um eben wirklich jeden Tag im Defizit zu sein? Und angenommen, du bist jetzt an dem Punkt und kennst jetzt wirklich ganz genau deinen Kalorienbedarf und zählst jetzt auch ganz genau deine Kalorien über eine App und machst ganz klassisch dieses Kalorienzählen jeden Tag. Dann gibt es noch ein zweites großes Problem in der praktischen Umsetzung, nämlich, dass du dich nur auf die Kalorien fokussierst. Du schaust aber eben nicht, was sind eigentlich für Nährstoffe in dem Essen enthalten. Kalorien bestehen immer aus Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten. Und es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, welche Konstellation und welche Mengen du von diesen drei Nährstoffen jetzt über den Tag zu dir nimmst. Das Fett ist beispielsweise maßgeblich für deinen Hormonhaushalt und deinen Stoffwechsel verantwortlich. Solltest du jetzt viel zu wenig Fett essen oder vielleicht auch viel zu viel Fett, wird das definitiv deinen Abnehmerfolg verhindern. Eiweiß ist beispielsweise ganz, ganz wichtig für deine Muskulatur und deine Muskulatur ist wiederum der Fettverbrennungsmotor deines Körpers. Das heißt, solltest du viel zu wenig Eiweiß essen, kann es sein, dass in dem Kaloriendefizit dein Körper anfängt, deine Muskulatur zu verstoffwechseln, weil der Körper lieber die Muskulatur aufisst, in Anführungszeichen, als das Fett. Weil das Fett ist ja für schlechte Zeiten quasi da und die Muskulatur, die raubt dir ja sogar noch Energie. Das heißt, hier wird dein Körper natürlich viel eher die Muskulatur angreifen, weil er da zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Er minimiert deinen Kalorienbedarf, weil die Muskulatur ja Kalorien verstoffwechselt und er kann sein Fett weiterhin sichern und halten, um eben noch länger für diese schlechten Zeiten, die ja gerade im Defizit vorliegen, halten zu können und einfach das Ganze noch länger überleben zu können. Das heißt, auch die Eiweißmenge ist ganz, ganz wichtig, dass du dort die richtigen Grammzahlen und die richtigen Mengen zuführst. Und bei den Kohlenhydraten an dritter Stelle ist es natürlich auch extrem wichtig, welche Mengen du da zuführst und was für Kohlenhydrate du zuführst. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du irgendwelche Vollkornprodukte oder eben einfach Haushaltszucker isst. Beides sind Kohlenhydrate, aber beides hat natürlich maßgebliche Auswirkungen auf deinen Körper und auf deinen Hormonhaushalt und auf deinen Stoffwechsel in letzter Instanz. Das heißt, du siehst auch hier in der praktischen Umsetzung, es ist nicht ausschließlich die Kalorienmenge. Das heißt, auch hier wird dir das Kalorienzählen nicht einen langfristigen Erfolg definitiv gewährleisten, weil du kannst immer noch an vielen, vielen anderen kleinen Stellen große Fehler machen, die dir den Erfolg komplett verhindern werden. Und dann gibt es in meinen Augen auch noch ein ganz, ganz großes drittes Problem in der praktischen Umsetzung beim Kalorienzählen, nämlich die Nachhaltigkeit. Kein Mensch auf dieser ganzen weiten Welt wird sein Leben lang jede Scheibe Brot, jede Scheibe Käse, jedes Gramm Ketchup oder jeden Aufstrich an Butter auf seinem Brot messen und tracken und berechnen wollen. Das ist einfach ein unheimlich großer Aufwand, der auch einfach keinen Spaß macht. Und die Probleme gehen ja schon los, sobald du in die Gaststätte gehst. Sobald du vielleicht bei Freunden oder bei Großeltern zum Essen eingeladen bist, wo du jetzt vielleicht nicht deine Küchenwaage dabei hast und wo du jetzt vielleicht auch nicht weißt, was ist jetzt in dem Nudelsalat oder in dem Kartoffelsalat oder in dieser Suppe alles drin. Wie sollst du das jetzt eingeben? Und das sind einfach Dinge, die dich immer wieder Kraft kosten, wo du immer wieder nachdenken musst und wo du vor allem auch immer wieder dein Handy zur Hand nehmen musst und es eingeben musst. Und das funktioniert vielleicht über ein paar Wochen, wenn man sich diszipliniert und wenn man auch den Gewichtsverlust als Belohnung hat. Aber langfristig gesehen wird das nicht funktionieren. Du wirst das nicht über Jahre durchhalten, weil es einfach extrem anstrengend ist. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Deshalb, das kann natürlich erstmal funktionieren. Und es ist auch wirklich wichtig, dieses Bewusstsein über Kalorien erstmal zu entwickeln. Und da ist Kalorienzählen auch wirklich hilfreich und sinnvoll. Aber auf Dauer ist es einfach nicht praktikabel. Und da ist es in meinen Augen einfach unheimlich wichtig, ein gewisses Bewusstsein für dieses ganze Kalorienthema zu entwickeln. Es geht nicht darum, jeden Tag alles akribisch zu zählen und zu tracken und auszurechnen, sondern es geht darum, im Großen und Ganzen so die 80% einfach mit dem reinen Bewusstsein zu verstehen und unterbewusst auch richtig zu machen. Du musst einfach verstehen, wie viel Kalorien brauchst du auf der einen Seite, so ungefähr. Was ist das auch an Menge? Was bedeutet das? Und wie kannst du das jetzt praktisch über deinen Tag so zu dir nehmen, dass du auch diese drei Nährstoffe in der richtigen Menge zuführst? Dass du ausreichend Fette im Körper hast, dass du ausreichend Eiweiße im Körper hast und dass du auch ausreichend Kohlenhydrate und vor allem die richtigen Kohlenhydrate in deinem Körper hast. Denn so wird dein Stoffwechsel richtig auf Hochtouren laufen und dann wird er die Fettverbrennung auch ankurbeln. Dann nimmt dein Körper auch gern das Fett von dir weg, aber du musst eben erstmal diesen Rahmen schaffen. Und um diesen Rahmen wirklich dauerhaft auch aufrechterhalten zu können, ist es in meinen Augen unheimlich wichtig, wirklich das nachhaltig anzugehen und dieses Bewusstsein dafür zu erlangen, dass du eben wirklich dir auch mal was gönnen kannst, dass du auch mal genießen kannst.
Denn wenn du jetzt anfängst, nur noch Kalorien zu zählen und nur noch auf die Kalorien ganz stumpf zu schauen, dann wirst du auch nie wieder Schokolade essen, du wirst nie wieder irgendein Dessert in der Gaststätte bestellen, du wirst keine Cola mehr trinken. Einfach weil du dann siehst, oh Gott, das sind ja unheimlich viele Kalorien auf ganz, ganz kleine Menge. Und dann fängst du natürlich automatisch an, dir das zu verbieten. Und dann arbeitest du nur noch mit Verboten und schaust immer nur noch auf die Kalorien und nimmst dir dadurch aber natürlich auch wieder Lebensqualität. Dabei spricht ja nichts dagegen, auch mal ein leckeres Dessert an der Gaststätte zu bestellen, was vielleicht jetzt nicht so super gesund ist und was vielleicht auch auf kleine Menge viele Kalorien hat. Aber wenn du das Bewusstsein dahinter hast und wenn die restlichen 80% über den Tag stimmen, dann ist das kein Problem. Und dann hast du aber diesen ganz, ganz großen Vorteil, dass du dir deine Lebensqualität bewahrst. Denn wenn du dir alles verbietest, nie wieder Zucker isst, nie wieder eine Cola oder ein Bier trinkst, dann macht dir das Leben spätestens in 3 Monaten keinen Spaß mehr und dann hörst du auf damit. Und spätestens dann ist natürlich auch dein kompletter Abnehmversuch dahin, weil dann hörst du mit dem Ganzen wieder auf, dann hörst du auf, Kalorien zu zählen, dann machst du alles wie vorher und dann ist natürlich auch klar, dass das Gewicht wieder zurückkommt. Ich danke dir, dass du bis hier mit dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Und wenn du auch noch mehr individuelle und persönliche Tipps haben möchtest, geh gerne mal auf meine Website unter www.steude-sebastian.de und trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und bis dahin wünsche ich dir ein erfolgreiches Abnehmen. Viel Spaß. Bis dahin, dein Sebastian. Ciao, ciao.